Die Zeitungsschlagzeilen bei uns in den Zeitungen kreisen immer noch viel um Flut, um die Sorgen, die die Menschen bei uns haben. In den größeren Zeitungen vor allen Dingen momentan auch um die Ukraine. Die Schlagzeilen zu Palmsonntag lauten vielleicht anders. Herzlich willkommen zum Sonntagswort. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit ging Jesus nach Jerusalem hinauf, und es geschah. Er kam in die Nähe von Bethphage und Bethanien, an den Berg, der Ölberg heißt. Da schickte er zwei seiner Jünger aus und sagte: Geht in das Dorf, das vor uns liegt. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr dort ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann antwortet: Der Herr braucht es. Die Ausgesandten machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie das Fohlen losbanden, sagten die Leute, denen es gehörte: Warum bindet ihr das Fohlen los? Sie antworteten: Weil der Herr es braucht. Dann führten sie es zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Fohlen und halfen Jesus hinauf. Während er dahinritt, breiteten die Jünger ihre Kleider auf dem Weg aus. Als er sich schon am Abhang des Ölbergs näherte, begann die Schar der Jünger freudig und mit lauter Stimme Gott zu loben, wegen all der Machttaten, die sie gesehen hatten. Sie riefen: Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn, im Himmel Friede und Ehre in der Höhe. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu: Meister, weise deine Jünger zurecht. Er erwiderte: Ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Mann reitet auf Esel in die Stadt. Glaub, das wäre die Schlagzeile, die Sie zum heutigen Sonntag in so einer Zeitung wie der hier finden würden. Nicht unbedingt vorne auf der Titelseite, das gebe ich zu. Ich glaube eher irgendwo im Mittelteil in so einem kleinen Kasten abgedruckt. Aber es wäre eine Schlagzeile mit Sicherheit wert. Und vielleicht gibt es Zeitungen mit vier Buchstaben, die da draußen einen größeren Artikel machen mit Interview des Eselbesitzers oder so. Aber ich glaube, der Tenor des fiktiven Zeitungsartikels zum heutigen Palmsonntag wäre sowas Humorvolles, Skurriles, so eine Skurrilität, dass da plötzlich ein Mann auf einem Esel in die Stadt reitet. Ich glaube, das Ergebnis wäre dann vor allen Dingen, dass im Nachhinein mehr darüber diskutiert wird, warum Esel und was soll das mit dem Esel, und weniger über den Mann gesprochen wird, der auf dem Esel sitzt. Weil, ganz ehrlich, wir uns als Außenstehende heute gar nicht mehr so wirklich vorstellen können, warum die Menschen damals bei der Geschichte mit Jesus und dem Esel so ausgeflippt sind, sich so gefreut haben, ihre Kleider ausgezogen haben, ihm gewunken haben, weil es so spektakulär ist, dass da jemand auf einen Esel in die Stadt reitet. So, als käme da heute so ein Popstar, so ein Superheld in die Stadt und alle wären begeistert. Ich glaube, für uns und auch in diesem fiktiven Zeitungsartikel wäre das was, was wir mit sehr viel Skepsis und Überraschung sehen würden. Aber genau das ist, finde ich, das Geheimnis von Palmsonntag. Denn an Palmsonntag geht es nicht um den Esel, der da in die Stadt einzieht, sondern es geht um den Mann auf dem Esel. Weil die Leute nicht auf den Esel so mit so viel Überraschung und Freude reagiert haben, sondern eben auf den Mann, der auf dem Esel gesessen hat. Sie für sich gespürt haben, da kommt jemand, der nimmt uns endlich mal ernst. Der schaut auf uns, der ist für uns da. Auf den können wir all die Hoffnungen und Wünsche, die wir für uns selbst haben, übertragen, weil wir wissen, der wird sich um uns kümmern. Der wird sich um uns sorgen, und der ist jemand, der ist ganz anders als die Leute, die uns hier momentan als Obrige behandeln und unterdrücken, uns schlecht behandeln, sondern der kümmert sich um uns, dass es uns besser geht. Und der weiß auch, mit unseren Sorgen und Fragen umzugehen.
Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn so jemand heute auf einem Esel in unsere Stadt reiten würde, so jemand, der uns erzählt, ich bin für euch da, ich sorge mich um euch, ich kümmere mich gut um euch und ich helfe euch bei all euren Sorgen etwas zu finden, was euch Kraft gibt. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich wäre einer der Ersten, der da am Wegrand stehen würde, seinen Pulli ausziehen würde, damit winken würde und sich freuen würde, weil wir als Menschen das für uns ganz dringend brauchen. Jemand, der nach uns schaut, der uns Kraft gibt und uns hilft, gut in unseren Lebensweg weiterzugehen und immer wieder da Kraft zu finden, wo wir sie brauchen. Wir feiern an Palmsonntag genau denjenigen, der das kann. Wir feiern miteinander Jesus Christus. Ganz ohne, dass wir uns die Pullis ausziehen müssen und winken müssen, aber trotzdem uns fragen dürfen, was würde ich mir eigentlich wünschen, wenn ich am Wegrand stünde und Jesus reitet auf seinem Esel vorbei. Vielleicht fällt Ihnen ja spontan was ein, was Sie ihm gerne zurufen möchten und was Sie sich von ihm wünschen möchten. Ihnen einen schönen Palmsonntag und bleiben Sie behütet.